Hallöchen! Ja, da das Aufnehmen des Tax Racers Minigame so ein Riesenspaß gemacht hat, also mir zumindest, ich weiß nicht, wie es euch beim Zugucken war, wie es rübergekommen ist, dachte ich mir, ach, da sowieso einiges bei mir durchrennert, machst du halt gleich das nächste. Und zwar, heute kümmern wir uns mal um das Schneehuhn, eigentlich analog Mohun. Musste hier bloß die Schneehühner abschießen und darfst hier aber weder die Fallschirmspringer noch da die Flugzeuge abknallen. Ja, und das Game ist auch schon etwas älter betagt, deswegen geht das hier auch so etwas langsam über die Bühne hier, der am Bildschirmrand. Da wird das einfach nicht schneller, aber wir können hier trotzdem abknallen. Mal wieder ein wirklich sinnloses Minigame. Ja, was heißt sinnlos? Manchmal sind sie auch wirklich sinnlos. Aber es geht ja darum, Zeitvertreib, wer mal kurzweilig hat für vielleicht 5 Minuten oder so, der kann hier machen. Ja, man merkt, dass es schon ein etwas älteres Game ist, da dann auch die Musik kurzzeitig, das ist ja, wird ja in Loop geschaltet und ja, wenn dann die Loop zu Ende ist, dann muss ich nochmal von vorne anfangen, ja, genau, und, ach ja, man sollte auch hier noch nachladen. Na, mal schauen, obwohl ich die Musik eigentlich nicht so toll finde, aber, naja, für damalige Verhältnisse waren sie halt gut. Oh, das ist so lahmarschig. Na, meistens an solchen Casual-Produktionen sitzen auch nicht große Produktionsteams dran, die dann Erfahrung haben im Schmalprogrammieren und so weiter. Aber es sieht doch ganz gut aus. So, und wo bin ich? 560 oder 440? Na, auf jeden Fall Müdos. Ich habe ja schon mal vor kurz ein Stückchen angespielt. Also ihr seht da Quiztime, das ist etwas andere Quizspiel, nur 29,95. Und auch D-Mark, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war doch die D-Mark von 2001 zu 2002. Also wisst ihr ja, wie alt das Spiel ist mindestens, also ist schon ein etwas älteres Spiel. Und geht's hier auch mal irgendwie noch weiter? Oder dann Escape? Hängt das jetzt mit der Aufnahme zusammen? Nein, ich hätte einfach die Leertaste drücken sollen. Naja, auf jeden Fall, also diese Animation finde ich ganz lustig. Wer auf Sinnlosigkeit steht, der Zeit hat, kann dann hier eben Schneehühner abschießen. Also dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Minigame und sage ciao, ciao. Ach, hier kommen noch die Spieleentwickler.